herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Sandro, ist wieder dabei. Ihr könnt es euch schon denken, um was es geht. Um die Degusta-Box. Wir wollen sie zusammen mit euch wieder öffnen und euch zeigen, quasi, was wir enthalten haben. Allerdings muss ich dazu sagen, dass sie schon im Dezember kam. Allerdings genau an dem Tag, als wir in den Urlaub gefahren sind, da konnte ich euch das Video natürlich nicht abdrehen. Jetzt wollen wir aber nicht länger warten, gell, Alessandro, und wollen die Sachen zeigen. Wir haben sie schon geöffnet und was ganz schön war, dass hier ein Aufkleber mit draufgeklebt war, auf dem stand dann, frohe Weihnachten, ist ja klar, macht Sinn im Dezember. Und dann haben wir hier wieder unsere Produktkarte, da kommen wir später dazu. Und hier auf der Rückseite sind wieder die Rezepte. Dann haben wir noch einen anderen Flyer mit drin gehabt, und zwar diesen hier, Marzipan, Odenwälder Marzipan. Da habe ich mir dann schon gedacht, da ist bestimmt ein Produkt mit enthalten. Und ja, ein ganz tolles sogar, da kommen wir später dazu. Wir greifen jetzt einfach mal rein und zeigen euch die Produkte. Der Alessandro ist natürlich wieder dabei, um die Sachen zu testen. Und wir haben jetzt hier das erste Produkt, und zwar von Rauch, Happy Day, Pink Guave. Steht hier drauf. Ich finde, die sieht so ein bisschen aus wie eine Feige. Aber der Alessandro, der möchte jetzt testen. Wir haben schon das Glas bereitgestellt. Oder wie eine Melone. Ja, oder wie eine Melone. Stimmt, hat Alessandro auch wieder recht. Lassi, holst du gerade mal das Glas? Ich mach's mal auf für dich. Und der Alessandro ist ja mal ein Produkttester. Gut, ich rieche jetzt eh nichts. Ich bin ja krank. So, hier bitteschön. Mein kleiner Tester. Und ich guck mal drauf und schau, was das kosten würde regulär, und zwar 1,99 Euro. Und wie schmeckt's? Ist es dein Geschmack oder nicht so? Nicht so arg. Zeig mal. Nicht so arg, ne? Okay. Also ich finde es ganz lecker, aber es ist ein bisschen dickflüssig. Also es ist nicht ganz flüssig und das mögen meine Kinder eigentlich nicht so gerne. Aber ich trinke es auf jeden Fall. Wenn es kalt bestellt ist, dann ist es bestimmt ganz lecker. Danke, Schatz. So, als nächstes machen wir mal weiter. Hatten wir Bonbons von Emolkan mit in der Degusta-Box. Und zwar zum einen hatten wir diese hier mit Menthol, also Eukalyptus-Menthol, so rum. Dann hatten wir diese Gummidrops, und zwar Anis-Fenchel. Mag ich super gerne. Und dann hatten wir Ingwer-Orange. Die habe ich mir auch schon gekauft. Die habe ich in meiner Handtasche. Finde ich ganz lecker für zwischendurch, wenn man mal irgendwo wartet. Keine Ahnung, an der Ampel oder so. Da habe ich die immer dabei. Und jetzt fragen wir mal Alessandro, welche er denn probieren möchte. Ich glaube auch, dass das so dein Fall ist. Und zwar diese hier, Ingwer-Orange. Und was ich mache hier auch, Schatz. Und zwar ist hier oben so ein Verschluss. Schau, und das ist nämlich super, weil den kann man wieder verschließen. Also nehmen wir mal was raus. Und dann schauen wir mal, was da eine Packung kosten würde. Und zwar eine kostet 1,85 Euro. Lecker. Oh, da würde ich jetzt auch gerne eine probieren oder essen, aber das geht natürlich nicht. Ist aber ein bisschen scharf. Ist scharf? Echt? Ah ja, okay, ist Ingwer mit drin. Ist ein bisschen scharf, sagt Alessandro. Aber es wird lecker. Okay, so. Dann hatten wir enthalten, und zwar, diese Teefilter hier, ich muss jetzt gerade überlegen, hatte ich irgendwie total vergessen. Und zwar sind die ohne Halter verwendbar. Ich finde es total super, weil ich liebe losen Tee. Also wir zwei sind ja so die Teetrinker hier im Haus. Wir trinken wirklich sehr viel Tee. Allerdings habe ich mal eine schöne Kanne. Die kennt ihr ja bestimmt. Da ist ja dieser Sieb schon drin. Und da füllt man eben diesen Tee rein. Und gut. Aber ist auf jeden Fall super Produkt für 2,99 Euro. Also das ist natürlich eine ganze Stange Geld. Da freue ich mich natürlich, dass das enthalten war. Dann hatten wir von Lindt Schokolade. Wir lieben diese Schokolade. Die würde kosten 99 Cent. Und ich finde, allein schon die Verpackung, jetzt eben gerade an Weihnachten, hätte man das schön verschenken können. Vielleicht noch auf ein Geschenk draufpacken. Ganz, ganz toll. Magst du eins probieren oder lieber nicht? Ich glaube, das ist nämlich nicht so schlecht. Das ist nicht Lassies Fall. Ich würde die jetzt gerne essen, aber okay. Dann hatten wir enthalten eine Packung Milchreis. Biozentrale, habe ich mich auch drüber gefreut, weil mein großer Sohn, der liebt Milchreis. Das werde ich ihm auf jeden Fall zubereiten. Und hier hinten ist dann eben ein ganz, ganz tolles Rezept mit Sauerkirschen. Also das liebt der. Und das würde kosten 1,99 Euro. Ja, dann hatten wir enthalten dieses Herz hier, und zwar steht hier drauf, kommt von Herzen. Kannst du es lesen? Ja. Ganz, ganz toll. Es ist so, so schön, mit ganz viel Liebe. Auch wie es verpackt ist, es ist fast zu schade, das zu essen. Und deswegen war wahrscheinlich der Flyer auch mit drin von dieser Firma. Und dieses Herz hier würde regulär kosten 3,25 Euro. Und es wäre natürlich auch ideal gewesen zu verschenken, aber was nicht ist,
Kann ja noch werden, also ja, oder wir essen es selber, aber wie gesagt, das ist fast zu schade. Und dann hatten wir noch ja, diese Chips hier. Diese Marke, die kenne ich leider noch überhaupt gar nicht. Ich freue mich jetzt auch drauf, die mal zu testen. Ja, das sind Naturchips und die würden regulär kosten 1,79 Euro. Abends vorm Fernseher mal kann man auch schön Chips futtern. Darf man ja eigentlich nicht, ne? Nicht so gut, aber naja. Als nächstes hatten wir ein Produkt von Capri-Sonne und zwar dieses Wassereis hier in der Fruchtrichtung Kirsche. Ganz, ganz tolles Produkt. Meine Sandro hat sich riesig gefreut und hat es heute Morgen schon in den Gefrierschrank. Leider ist es noch ein bisschen weich, deshalb kann das nicht vor der Kamera probieren. Aber eins ist sicher, es wird meinen Kindern auf jeden Fall schmecken, ist ja klar. Ich finde auch im Winter kann man sich mal sowas gönnen, so eine kleine Abkühlung, ist nichts Verkehrtes. Und bei Kindern geht Eis immer. Also ich bin ja eh kein Eis-Fan, überhaupt nicht. Aber der Sandro hat sich total gefreut. Dieses Produkt hier würde regulär 1,99 Euro kosten. Der Sandro, der wollte jetzt ganz gerne noch diese Chips hier probieren. Das machen wir jetzt auch mal. Pass mal rein. Oh, die riechen aber gut. Das rieche ich ja, obwohl ich krank bin. Oh, da würde ich jetzt auch wieder gerne reinfassen. Echt? Schmecken sie dir? Okay, also der Lissandro ist, ja, was Chips betrifft, sehr, sehr wählerisch. Er kennt sich auch gut aus. Und ja, wenn die ihm schmecken, freue ich mich natürlich. Hm, sehr gut. Und dann hatten wir jetzt hier noch als Goodie, also hier steht auch drauf, extra Produkt, diese Knusperflocken. Aber die kannst du bestimmt probieren, die magst du bestimmt. Willst du mal probieren? Ja. Also, warte, das finde ich auch von der Größe her halt super. Jetzt gerade eben für die Handtasche oder so, wenn man das einfach nur mal kosten möchte. Ne? Man kann ja dann immer noch entscheiden, ob das Produkt was für einen ist oder nicht. Und so hätte man die große Packung halt zu Hause, wenn man ja, das mal probieren wollen würde. Lecker. Würde ich jetzt auch gerne probieren. Aber das kann man ja nicht machen, wenn man ein Video macht. Ne? Kann man ja nicht einfach futtern. So, okay, das war's, was in der Dekustra-Box war. Wir haben es mal ausgerechnet, wir kommen auf über 20 Euro. Ja, was natürlich total super ist, weil die Box, die kostet ja 14,99 Euro. Alles zu der Dekustra-Box habe ich euch schon in meinen anderen Videos erzählt. Ich verlinke euch es mal unten in die Infobox, also die Internetseite. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, ihr könnt mir auch mal sagen, ob ihr die ja, Dekustra-Box schon abonniert habt, beziehungsweise was in eurer war, wie ihr unsere fandet. Und ansonsten war's das jetzt. Mir tut nämlich auch schon ganz schön der Hals vom vom Erzählen weh. Ich glaube, ich muss jetzt noch mal was trinken. Ja, ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute, meine Lieben. Das war's von unserem Video. Jetzt verabschieden wir uns noch und wünsche euch alles, alles Gute. Ciao! Ich probiere die jetzt auch mal. Mmh. Boah, die sind ja lecker. Die sind richtig lecker. Obwohl die nicht so das Paprika-Gewürz haben, ne? Das sind ja Natur. Mmh, ganz lecker. Okay, so ist es eng. Na, jetzt ist es noch. Leute, Sandro. So gut. Lecker. Echt lecker. Glänzig? Ja. Wie ja? Na, ja, danke. Glänzen. Ich soll glänzen. Okay, danke. Ja, was dann? Also, los geht's. Ja? Thumbnail. Sieht man die Box? Ja, man sieht die Box. Was? Perfekt. Ja, ich habe eine Leicht ganz schön. Ich wollte halt, dass nur meine Haare ziehen. Okay, warte. Hätte man keine Kinder, du kannst es dann. Super.